Uns erwartet jetzt eine ganz besondere Tarotbotschaft, und zwar ist es die Tarotbotschaft vom so Universum, was dich deine wahre Liebe jetzt wissen lassen möchte, okay? Ob du deine wahre Liebe schon kennst, ob du deiner wahren Liebe schon begegnet bist, ob du dich mit dem Thema wahre Liebe schon mal auseinandergesetzt hast, ob du an die wahre Liebe glaubst, was dein Blickwinkel und deine Perspektive auf die Liebe sind. Was auch immer es ist. Ich channele jetzt für dich, was dich deine wahre Liebe. Das kann doch nicht wahr sein. Lol. Was dich deine. Hä? Ja. Was dich deine wahre Liebe wissen lassen möchte. Für alle weiteren Infos, liest sie die Infobox durch. Alle Infos stehen in der Infobox. Lies auf jeden Fall die Infobox durch, okay? Infobox, Infobox. Deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Was deine wahre Liebe. Was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Jetzt für dich. Königin der Kelche. Mein Herz. Mein Kelch, den Schutz, den ich dir geben kann, den Schutz, den ich dir bieten kann, all das, was ich für dich empfinde, das Licht, das ich in dir sehe, die Inspiration, die du mir schenkst, das Wunder, das du bist, das Wunder der Welt, was ich durch dich mit dir hier und jetzt erfahren darf. Es ist ein sehr heiliges Geschenk und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich fähig bin, das in der ganzen Schönheit und in der ganzen Pracht anzunehmen und wahrzunehmen. Und auch für dich irgendwie so mein ganzes Herz zu zeigen, dir etwas zu bieten. Was brauchst du? Königin der Kelche. Das Herz ist momentan in einer geschützten Energie und die Gefühle sind sehr hoch, okay? Es ist so, mit der Königin der Kelche ist das ultimative Fühlen und das, die ultimative Liebe ist am Start. Ich meine, wahre Liebe. Was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Anscheinend macht sich deine wahre Liebe Gedanken darüber, inwieweit jetzt die Zeit für etwas ist und was jetzt wirklich gefragt ist, was jetzt wirklich wichtig ist. Königin der Kirche, erste Energie. Wie geht es weiter? Deine wahre Liebe. Die sieben Stäbe. Oh, die sieben Stäbe waren auch in diesem Deck von den Karten. Sieben Stäbe. Das sind Grenzen. Das ist die Energie von Machen. Es gibt Arbeitsaspekte, Arbeitskomponenten. Das ist vielleicht auch so eine Kennenlerngeschichte. Es ist vielleicht auch sich wirklich in tieferen Ebenen jetzt mit sich selbst auseinandersetzen. Mit den sieben Stäben ist es auch ein Widerstand, der geleistet wird und vielleicht auch eine Mauer, die noch besteht, wo man hier auch das Gefühl hat zwischen Schutz und Bereitschaft, was man jemandem gewährleisten kann, für was man jemandem. Was man für jemanden darstellt. Sieben Stäbe. Okay. Deine wahre Liebe. Was sagt deine wahre Liebe jetzt noch? Sechs der Kelche. So. Hier ist eine Veränderung vom Feuer zum Wasser. Man ist sich klar darüber, dass es in der Vergangenheit viel zu viel Action war. Es war viel zu viel Anspannung. Es war allgemein zu viel Spannung. Also es hat sehr viel Spannung geherrscht, anstatt dass die Liebe hier im Zentrum oder im Fokus war. Es war die ganze Zeit auf eine Art, dass etwas geliefert werden musste, dass man irgendwie jeder Punkt, jeden Schritt, den man gemacht hatte, man wollte direkt alles abliefern, man wollte ultimativ abliefern und jemand wollte dich ja auch anscheinend beeindrucken mit der Königin der Kelche, dann mit den sieben Stäben. Jetzt scheint es mehr und mehr in Fokus zu kommen, dass man sich klar darüber wird, was die Liebe zwischen euch wirklich ist und was es wirklich bedeutet und dass hier nichts mit Druck oder mit Zwang, sieben Stäbe, irgendwie erschaffen werden muss und dass jetzt ein neuer Fluss sich einstellt und hier anscheinend neu die Strömung, dass man sich jetzt auch, glaube ich, neu der Strömung hingibt. Wie geht es weiter? Königin der Stäbe. Oh. Königin der Stäbe. Königin der Kelch. Königin der Stäbe. Das ist Kommunikation und das ist Aktion in deine Richtung. Deine wahre Liebe
scheint sich einerseits klar darüber zu sein, dass du auch die Wahl hast und dass du auf eine Art so die Energie bist, die irgendetwas jetzt einleitet oder annimmt. Und andererseits ist deine wahre Liebe hier irgendwie offen und auch sehr klar und bewusst darüber, so wie die Situation zwischen euch jetzt wirklich ist. Also es ist ein sehr klarer Austausch zwischen euch und ihr scheint euch beide auch neu in eurer Kraft zu sehen und ihr scheint euch beide auch gleich viel Gedanken über eine Sache zu machen und ihr seid euch einig darüber, dass es jetzt anders wird oder ist und irgendwas jetzt auch anders abläuft und geklärt wird. Also die Art und Weise, wie ihr miteinander kommuniziert, darf jetzt auch neu ernst genommen werden, beziehungsweise für euch beiden scheint es neu klar zu sein, was es jetzt zwischen euch für eine ernste Sache ist, weil man sich hier anscheinend wirklich jetzt irgendetwas zutraut auch. Noch eine, glaube ich. 8 Kelche. Ja, die sind schon durchgekommen in der Kombination. Wir haben 6, 7, 8. Wir haben hier Feuer, 8 Stäbe, wir haben 7 Kelche, 8 Kelche. Jemand ist nicht da, jemand ist auf einer Reise, jemand ist weg, jemand hat auch hier ist neue Klarheit in Bezug auf die wirkliche wahre Liebe und wie die wahre Liebe das, was dich mit deinem tiefen Gefühl und mit deinen tiefen Emotionen verbindet oder vielleicht als erstes in Verbindung gebracht hat, jetzt hier irgendwie ist es so eine Horizonterweiterung. Es ist so ein neuer Weg, der wirklich erscheint und es ist ganz neu, es ist aus dem Nichts. Es ist unberechenbar auf eine Art auch und hier ist ein bisschen, das ist wieder der Aspekt von Bereitschaft, wie bereit ist man jetzt wirklich für diese Situation? Und das ist auch noch die Energie von, denn der neue Weg, der zusammen angegangen wird. Was sind jetzt die Hauptpunkte dafür? Deine wahre Liebe scheint dich wissen zu lassen, dass auf eine Art noch Zeit gebraucht wird, dass etwas noch nicht zu Ende ist. 8 Kelche, dass etwas noch Zeit braucht, dass diese Phase vielleicht von, dass eine bestimmte Phase der Trennung oder der Loslösung noch nicht vorüber ist. Hier kräftigt sich noch etwas in der Verbindung und in der Harmonie, die zwischen euch besteht, speziell mit dem Aspekt auf Kommunikation, weil ich glaube, mit den zwei Königinnen hier, dass sich auch eine Sache, man stand sich hier stark gegenüber und gleichzeitig bestand kein Einklang. Es war immer so knapp daneben kurz vorbei. Man, dadurch, dass die Anspannung oder die Spannung zwischen euch auch, glaube ich, so hoch ist, ist es so, dass man immer so ganz knapp aneinander irgendwie trotzdem vorbei irgendwie sich verpasst hat oder geredet hat oder so. Und ich glaube, hier erscheint wirkliche neue Klarheit in Bezug auf, wie die wahre Liebe gehandhabt wird und was jetzt wirklich besteht. Was wirklich besteht und was wirklich Bestand hat, was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte, die Energien für jetzt. Keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Das ist das Wenigste, worüber du dir jetzt Gedanken machen solltest. Deine wahre Liebe sagt auf eine Art auch so: Ich bin nicht deine erste Priorität. Ich sollte nicht deine erste Priorität sein. In deinem Leben aktuell sollte etwas anderes deine wirkliche erste Priorität sein. Okay, Glitch zu Ende. Hier ist die Energie von, was ist deine wirkliche Priorität? Was sollte deine wirkliche Priorität gerade sein? Was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte? Gerade ist deine wahre Liebe nicht deine wirkliche Priorität. Und vielleicht ist es auch so eine Sache, okay, in Anbetracht so der Ganzheit und der ganzen Energie, was ist die wahre Liebe? Man sagt ja so, man ist die, selbst die eigene wahre Liebe. Und hier ist diese Energie von, das Leben an sich und im ganzen Feld Neues entdecken, Neues erkunden und Neues genießen und Neues einlassen. 8 Kelche. Zeig mir die 8 Kelche jetzt hier noch, was deine wahre Liebe dich wissen lassen möchte. Der Stern und das Universum, sehr, auch sehr zwei ähnliche Energien hier.
sehr, sehr ähnlich abgebildet. Ich hoffe, man sieht es gerade, weil ich glaube, das sieht sehr schön aus. Okay, zeig mir die 8 Kelche für die wahre Liebe. Frieden, zwei Schwerter in der Kommunikation, im Inneren, und darauf kommt es jetzt an. Frieden im Inneren, das Herzchakra, die Entfaltung, so der Austausch und auch das Abwarten. Das ist auch ein bisschen so eine Energie. Ah, sind aber. Es sind. Das ist wieder diese Energie von Genuss, dass sich jetzt etwas Neues einpendelt, dass der Frieden im Inneren die oberste Priorität ist und dass auf eine Art der Frieden, wie er in Verbindung gesetzt wurde mit einem Menschen, jetzt auf eine andere Art und Weise sich äußert und wirklich jetzt da ist oder zum Vorschein kommt. 6 Münzen, das ist wieder euer Gleichgewicht und die Harmonie, die zwischen euch herrscht. Mit den 3 Münzen ist es ja auch noch so dieses von freundschaftlich einfach. Jetzt ist gerade dieser frische Moment, wo das erst richtig kommt. Und deswegen ist es vielleicht auch leicht noch so in der Verbindung mit, was kann ich wirklich sehen, was will ich wirklich sehen und was nehme ich an. Auch in Bezug auf das Ende, weil es auf das Ende, das happig war und weshalb vielleicht auch der Schutz an erster Stelle hier so deutlich primär klar geworden ist, weil es so war, okay. Hast du vergessen, woher wir kommen? Vielleicht ist es für einige auch so diese Energie, hast du vergessen, woher wir kommen? Oder so, hast du vergessen, dass wir alles miteinander durchgemacht haben, auch so. Für einige geht es auch hier, glaube ich, noch so um dieses, dass es ist ganz anders, als du wirklich denkst. Und was hier empfunden wird, ist auch nochmal tiefer auf einer anderen Ebene. Dass deine wahre Liebe dich jetzt wissen lassen möchte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du der wahren Liebe als Energie allgemein jetzt dein Vertrauen schenkst und auch siehst, dass diese Art von Liebe schon ist und dass die Art, wie du diese Liebe jetzt eben genießen darfst in der Kombination der so fragmentierten 9-Münzen-Energie jetzt anders erscheint mit den 2 Schwertern und den 8 Kelchen, als du vielleicht bisher erwartet hast, wie deine wahre Liebe sich dir in der Außenwelt jetzt wirklich zeigt. Es scheint dir auf eine neue Art und Weise wirklich zu passieren. Und der Blickwinkel darauf scheint sich dadurch auch zu erweitern und zu verändern. Und damit kommt ganz viel Neues einher und auch Leichtigkeit und neue Entschlossenheit, hier das Herz zu schützen und gleichzeitig offen und ehrlich in der Kommunikation zu sein und was das auch vielleicht jetzt neu bedeutet und auch mit wem. Hier ist auch eine Frage von mit wem neu dabei. Du wunderschöner Mensch, du wunderschönes Herz. Ich hoffe, diese Botschaft deiner wahren Liebe, die jetzt durch mich dich gefunden hat, konnte dir dienen und dir ein Licht sein und dich bereichern. Wir sehen uns.